Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, wir diskutieren abschließend über den Gesetzentwurf zur Errichtung einer Engagementstiftung. Und gestern haben ja die Regierungsparteien angefangen mit ihren Redebeiträgen, dass man sagt, was lange währt, wird endlich gut. Schön wäre es, wenn es so wäre, aber das stimmt halt nicht ganz in dem Fall bei den Vorlagen hier. Ja, nach der massiven Kritik von den zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch der Sachverständigen hat CDU, CSU und SPD einen Änderungsantrag vorgelegt. Und ja, die Änderungen gehen zum Teil in die richtige Richtung. Aber die Grundstruktur an der Stiftung wird eben nicht geändert. Der Einfluss der Zivilgesellschaft in der Stiftung ist immer noch viel zu gering. Und es wurde gerade erwähnt, drei Ministerien, die beteiligt sind, behalten ein Vetorecht in allen wichtigen Entscheidungen. Von 19 Sitzen sind 9 für die Zivilgesellschaft. Wir verstehen einfach nicht, wie wollen Sie da wirklich die Breite von Verbänden, Vereinen und Organisationen überhaupt vertreten lassen? Und für uns stellt sich die Frage, wovor haben Sie eigentlich Angst? Um die Organisation stärker einzubinden, soll nun Fachbeiräte einberufen werden können. Das haben Sie erwähnt, Frau Giffey. Die können beratend tätig sein. Und das ist aber eben aus unserer Sicht viel zu wenig. Es muss eine verbindliche, dauerhafte und umfassende Einbindung der Zivilgesellschaft in dieser Stiftung geben. Und es muss damit sie müssen stärker an den Entscheidungen beteiligt werden. Die Stiftungsstruktur, die Sie jetzt schaffen möchten, zeugt, finden wir ganz ehrlich gesagt, eher von Misstrauen gegenüber der Zivilgesellschaft. Und das darf einfach nicht sein. Und auch wenn Sie jetzt erwähnen, dass danach korrigiert wurde, der Fokus der Stiftung liegt weiter, also immer noch hauptsächlich auf den Serviceangeboten und auf Beratung. Und der Fokus liegt eben nicht auf der Förderung von den vorhandenen Strukturen und Organisationen. Und insofern ist doch schon verständlich oder kann man doch auch nachvollziehen, dass es eben Ängste gibt, dass Parallelstrukturen geschaffen werden. Und auch das wird mit dem Änderungsantrag eben nicht abgeschafft. Sie schaffen hauptsächlich also eine Beratungsagentur mit 75 Stellen, statt die Expertinnen und Experten in eigener Sache direkt zu unterstützen und unter die Arme zu greifen. Zivilgesellschaftliche Strukturen befürchten, was ich gerade sagte, dass sie zum einen damit verdrängt werden, aber zumindest, dass es Parallelstrukturen gibt. Und diesem Vorwurf begegnen Sie zwar mit, dass es jetzt eine engere Abstimmung gibt zwischen Ehrenamt und Engagementstrukturen, die Sie ins Gesetz schreiben. Aber wissen Sie, wir werden in Zukunft sehen, ob das halt wirklich damit aus dem Weg geräumt werden kann. Die Befürchtungen, die sind da. Es gibt die Kritik eben von vielen Seiten, auch bei der Anhörung, die geäußert wurde, dass das, was jetzt gemacht wurde, eher halbherzig ist. Die Änderungsanträge, sie gehen zwar in die richtige Richtung, wir werden uns enthalten. Insgesamt werden wir den Änderungsantrag werden wir zustimmen. Insgesamt werden wir uns enthalten, weil Frau Giffey von der Brücke zur Zivilgesellschaft, wie Sie anfänglich gesprochen haben, was mit der Stiftung geschaffen wird, kann einfach keine Rede sein. Sie geben Ministerien mehr Macht als der Zivilgesellschaft. Das finden wir schade. Die Änderungsanträge oder Anträge Grünen und FDP gehen auch in die richtige Richtung, aber auch beide beteiligen die Zivilgesellschaft nicht mehr. Das finden wir leider schade. Die Kollegin Cordula Schulz-Asche hat das Wort für Bündnis 90.